Hallo Freunde des Maronenschabens, willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Was habe ich heute für euch? Heute geht es mal wieder auf Zeche. Ich bin gerade an einem alten Wetterschacht. Dieser Schacht wurde benutzt, um Material und Leute nach unten zu bringen. Und die ganze Sache, die wollte ich mir jetzt noch mal angucken. Bin vor 3 oder 4 Jahren mal hier gewesen und da war es noch einigermaßen erträglich. Ich lasse mich mal überraschen, wie es jetzt aussieht. Ich würde sagen, bleib bei mir und dann drehen wir die Runde gemeinsam. Nach dem Intro geht's los. Bis später. Ja, da ist doch schon mal schön. Das Tor steht auf. Ja. Entweder ist das schön oder ein schlechtes Zeichen. Ja, das waren hier mal ein paar Lüfter, ne? Ja, den kann man jetzt von hier aus nicht sehen.
Holprige im Hintergrund, das sind die Salzscheiben. Und weil hier keine Kohle gefördert wurde, reichen die Scheiben dann natürlich aus für Material und Personal. Ja, hier oben ist nicht mehr. So. Versuche ich erstmal irgendwie jetzt in den Maschinenraum zu kommen, dass wir wenigstens die Maschinen noch sehen. Muss das jetzt wirklich sein, dass ich da durch muss? Boah, ey. Also normalerweise würde ich sagen, das funktioniert hier.
Aber wenn man alleine unterwegs ist, natürlich Shit, kann man nicht festhalten. Da muss ich mir erstmal einen anderen Weg suchen. Ich finde das schon. Bis später. Ja, Freunde, tut mir also leid, in die Maschine komme ich leider nicht rein. Der Weg ist zwar offen da mit der Klappe, aber für mich alleine oder was, geht das halt nicht. Brauchte ich eventuell einen zweiten, der das Ding aufhält und dann kommt man da auch rein. Ne? Ich werde aber trotzdem meine Festplatten nochmal durchsuchen, weil irgendwo müssen diese Scheißbilder ja sein. Ne? So, ich habe sie ja nicht gelöscht. Ne? Wenn ich die noch finden sollte, werde ich die auf jeden Fall noch hinten dran hängen. Aber jetzt gehen wir erstmal über diese Brücke. Und dann gucken wir mal, wie das da aussieht bei dem Umspannwerk. Später. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass hier alles verbarrikadiert ist. Da gibt es also kein Reinkommen. Ja, schade auch nicht. Aber schön, dass man das mal wieder so gesehen hat. Wenn euch dieser Rundgang gefallen hat. Ach, warte, ich muss erst Luft holen. So, wenn euch dieser Rundgang gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Gerne auch wieder Kommentare und Anregungen unter dem Video. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, seid ihr natürlich immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Wenn ihr das Glöckchen aktiviert, werdet ihr auch benachrichtigt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis später. Ciao.